finden Sie die derzeitige ärztliche Weiterbildung? Das ist ein ganz schweres Thema. Da sind wir ja gerade dabei, mit den jungen Ärzten drüber zu diskutieren. Ich glaube, dass die Weiterbildung schon strukturiert und richtig ist. Wir könnten natürlich viele Dinge noch flexibler gestalten und könnten sie den Bedürfnissen junger Ärztegeneration auch anpassen. Aber im Grunde sind da schon Grundfesten gelegt in 2018, als wir die letzte Novellierung hatten, die schon sehr sinnvoll sind. Was halten Sie davon, die Weiterbildungszahlen nach Fachgebiet zu quotieren? Ich glaube, wir brauchen in erster Linie erstmal eine Struktur im Kammersystem. Dazu wäre das elektronische Logbuch geeignet, wo wir genau aufzeigen können, wo wer in welchem Fachgebiet weitergebildet wird. Das würde uns schon weiterhelfen, auch in der Argumentation, ob wir wirklich quotieren müssen oder nicht. Nennen Sie mir einfach drei Maßnahmen, die die ärztliche Weiterbildung verbessern könnten. Das eine wäre, noch strukturierter vorzugehen, individuelle Anpassungen vorzunehmen, zu verschlanken, die Weiterbildungsordnung. Das wäre noch mein Ziel für die Zukunft, denn wir haben ja eben gehört, es gibt Bundesländer, in denen man erst nach 8,5 Jahren die Facharztprüfung macht. Das zweite Wichtige wäre für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema, auch das ist eben angesprochen worden, junge Frauen zu unterstützen. Wir vergeben als Land, als Deutschland, ein Riesenpotenzial, das den Staat auch viel Geld kostet, vom Studiengang her, das Versorgung sehr gut sicherstellen könnte, wenn wir jungen Frauen gute Chancen geben. Und das Dritte ist natürlich die Finanzierung der Weiterbildung, die überhaupt nicht gesichert ist. Zu den heute und jetzt Weiterzubildenden gehören eigentlich ausschließlich Menschen der Generation Z, die ihre ganz eigenen Wünschekatalog haben. Sollte sich die ärztliche Weiterbildung daran orientieren und sich dementsprechend ändern? Ich bestreite, dass die Generation Z einen anderen Ideenkatalog hat als Generationen davor. Vielleicht ist der eine oder andere nicht ganz ehrlich, wenn er seine Bedürfnisse aus der Vergangenheit darstellt. Und ich finde das völlig legitim, was diese Generation möchte. Sie möchte Struktur, sie möchte ordentlich arbeiten, sie möchte gewissenhaft arbeiten und sie möchte dabei begleitet werden. Und ich sehe das als unsere ärztliche Aufgabe der älteren Generation, das auch möglich zu machen.